Und es läuft und es ladet und es macht plopp. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Gaming Dragon und zu einem weiteren Let's Play von The Darkest Dungeon. Und ja, wir arbeiten uns mal wieder komplett durch diese verrückten Labyrinthe. Und ja, es ladet. Ich habe noch keinen Plan, was wir heute tun werden. Ich werde wieder versuchen, drei Dungeons zu machen. The plume and the The pistol. A fitting end to my folly. And a Okay, curse also. upon us all. Das komische Schicksal hat einige wohlgeformte Kometenexemplare direkt an der Schwelle des Dorfes gelegt. Nicht jeder Schatz fordert es, Kopf und Kragen zu riskieren. 25 Splitter dazu. Naja, zumindest was. Gut. Was habe ich denn jetzt noch bekommen? Kaum startet man das. Geht's gleich wieder ab. So, aber kein Problem, mach mal schnell. Ich habe noch keinen Plan, also wir können auf jeden Fall mal aufbrechen. Das ist das, was wir auf jeden Fall machen können. Und wir sehen, wir haben schon überall Bosse freigeschalten. Wir könnten mal wieder Ding gehen. Auf Shotquest durch die Dungeons, würde ich sagen. So. Nachstufe. Nachstufe, das war Leveln. Nehmen wir mal den ersten Tank. Dich nehmen wir und dich als Heiler. So. Ab ins Gepäck. Das ist kurz, das heißt, wir brauchen nicht so viel mitnehmen. Da geht es nur ums Blut. Nehmen wir aber trotzdem da drei Blut mit. Für unsere drei blutsüchtigen Helden. Und brechen auf. Ja, gehen wir mit ein bisschen Blut fahren wieder. Hilft ja nichts. Manchmal ist es besser, Blut zu fahren. Zwar bringen andere Dungeons, glaube ich, momentan mehr und noch mehr Gold ein, weil wir müssen uns langsam ableveln. Aufleveln. Damit wir langsam in die Super, sind gleich alle drei drauf. Komplettes Blut mal weg, also. Ging gerade nicht so gut. So, dich brennen wir auf. Bisschen Blut bekommen. Ach, das ist nur so ein kleiner Minigegner.
Another one falls. Back to the pit. Another abomination cleansed from our lands. So, weiter geht's. Der Weg geht eigentlich ziemlich gerade, glaube ich. Es gibt keine wirkliche Abzweigung. So, zack. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ah, eine Falle, die ich nicht gesehen habe. Verdammt. Und Gegner. Be gone, fiend. Hab er schon einen weggekegelt? Da ging mal die zwei weg. Ja, schön. Ah, sehr schön. Maintain the offensive. So. Da ist ein Block, aber die kann man weg. Du nimmst Blut entgegen, bringst aber ein bisschen was ein dafür. Ich krieg hier nicht viel Loot gerade. Gutes Loot auch. Also jetzt kein Lulu um die, also gutes Loot. Gutes Loot ist relativ jetzt, aber... So, das war das Erkennen des... Kommt wieder eine Blockade. Ja, aber das ist... Sehr schön, bisschen Blut wieder für die Gruppe. Also das wird wahrscheinlich ein sehr kurzer Part. Ich glaube, einer der kürzesten, die ich bis jetzt hier gemacht habe. Aber er schaut auch nicht viel raus. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. So. Und zack. Eine Dose fehlt uns noch. Also eine Flasche fehlt uns noch. Also kaum wirklich relevante Gegner hier. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Continue the onslaught. Destroy them all. Also kein Stress. Also Stresslevel ist durchaus niedrig gehalten. Ah, das sind jetzt mal wirklich härtere Gegner. Mit Ansteckungsgefahr. Thank you.
emerges as the enemy crumbles. So. Du kommst in die Mitte. Kommst weg. Damit sind die zwei gefährlichsten erledigt. So. Weg. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? So, die weg. So, wir können aber noch einen Raum absuchen, den machen wir auch noch. Das war dann wirklich die kürzeste Runde ever. Aber es macht eigentlich gar nichts, weil das letzte Mal hatte ich eh so einen langen Part drin. Oder besser gesagt, ich hatte ja mal eine Stunde, also zwei Stunden gespielt und das hatte ich dann so auf drei Parts dann drin. Also diesbezüglich, wenn es einmal wieder zu kürzer wird. Ist auch nicht so der Fehler. So, drei weg. Obliterated. A trifling victory, but a victory nonetheless. Das ist für einen Wegelagerer. Habe ich aber leider kein nicht dabei, also. So, ein bisschen Schätz noch kramen. So. Da ist nichts mehr. Gutes Leveling, muss ich sagen. Mehr war es jetzt nicht, mir kommt auch nicht raus, muss ich. Kommt auch nicht wirklich viel mehr raus, aus eben gutes Leveling. Und dass wir zwei weitere Helden auf Stufe 3 haben. Hallo meine lieben Freunde, das war's von der Darkest Dungeon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bleibt mir gewogen mit dem Abo und dem Daumen rauf und ich bin noch ziemlich müde. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Loop, mit dem ich Dallas Cost on Let's Play. Der Link zu all meinen laufenden Let's Plays. Und ja, hier oben kann man mich abonnieren. Hier sind noch zwei Videos, an denen ihr das letzte, das ich hochgeladen habe. Und das, was der YouTube-Algorithmus für euch bereitgestellt hat. Und ich verbleibe als euer Gaming Dragon mit dem heißen Fario für diesen Part. Baba und ciao.